Video hatten wir ja die Tiefensuche rekursiv. Diesmal schauen wir uns an, wie durchsuchen wir Bäume iterativ. Und damit es ein klein wenig Abwechslung gibt, auch diesmal mit einem Binärbaum. Also, wenn es interessiert, wie wir das jetzt iterativ lösen können, dranbleiben. Wir haben wieder einen Baum, diesmal wie gesagt einen Binärbaum. Er ist ähnlich aufgebaut, nur hat er diesmal eben zwei Kinder. Er ist auch nicht sortiert. Und wieder durchnummeriert: A, B, E, J, K, C, D, H, I, G, L, M. Das wäre die Reihenfolge, die wir wollen. Und das sind wir Knoten und das andere wären die Werte. Also das sind die Knotenbezeichnungen, damit wir uns jetzt leichter tun beim Algorithmus. Gut, nachdem es jetzt ein Binärbaum ist, ist der Knoten ein bisschen anders aufgebaut. Diesmal gibt es keine Children als Array, sondern eben nur einen Left und einen Right Node. Würde mit Children aber eigentlich gleich gehen. Gut, die Wunschreihenfolge, die wir hier haben beim Durchsuchen, ist diese. Also wir gehen den linken Teilbaum durch, sozusagen. Wir fangen hier an, gehen zu B, gehen zu E, gehen zu J, dann sind wir am Ende angelangt, machen E fertig, gehen zu K, jetzt ist E fertig, B ist fertig und jetzt schauen wir uns den rechten Teilbaum an und wieder mit links beginnend, also C, D, H, I, die sind fertig, G, L und M. Gut, wie machen wir das jetzt? Wir brauchen jetzt, um diese Reihenfolge müssen wir uns kümmern, bei der Rekursion geht das sozusagen ja automatisch und dazu brauchen wir eine Hilfsliste, ein Hilfsqueue, einen Hilfsstack, wie auch immer ihr das wollt. Zur Performance und zur richtigen Collection sage ich da noch was. Ich visualisiere das mal so mit einer Tabelle. Und was wir jetzt machen, ist, wir nehmen den ersten Knoten und geben ihn mal in eine Liste. Und natürlich müssen wir jetzt bei jedem Schritt immer nachfragen, haben wir den Wert gefunden? Und wenn ja, sind wir fertig mit dem Algorithmus, also Return True. Das spare ich mir jetzt, dass wir das ständig machen. Ich glaube, das ist relativ klar. Gut, es geht hier um Suchen. Also wir nehmen den A raus und sehen uns diesen Knoten jetzt an. Und zwar machen wir Folgendes. Wir nehmen das rechte Kind und geben es in die Liste hinzu. Dann nehmen wir das linke Kind und geben es ebenfalls in die Liste. Das ist unsere To-Do-Liste. Die müssen wir noch abarbeiten. So, A haben wir bereits abgearbeitet. Jetzt geht es darum, wir müssen das nächste Element wählen. Und zwar nehmen wir das letzte Element aus der Liste. Das letzte Element ist das B-Element. Ja, und wir nehmen dieses B raus und sagen natürlich wieder, haben wir den Wert gefunden, dann Return True. Also, wir nehmen B raus und sagen als nächstes, wir geben das rechte Kind rein, da gibt es keins, also geben wir das linke Kind rein, das wäre der Knoten E. So, jetzt hätten wir B soweit erledigt, wir nehmen wieder das letzte Element aus der Liste raus, also den Knoten E. Wir prüfen, ob E gefunden der richtige Wert ist und geben bei Bedarf dann wieder erst das rechte Kind rein, also den Knoten K und anschließend das linke Kind in die To-Do-Liste auf, das wäre der Knoten J. Gut, jetzt geht es wieder weiter. Wir nehmen das nächste Element, also das letzte Element, den Knoten J, aus der Liste raus und prüfen, ob er den Wert gefunden hat, Return True. Und dann würden wir wieder die Kinder reingeben. In dem Fall gibt es keine Kinder mehr. Wir sind ja am Blatt angelangt des Baums, also machen wir nichts. Der Schritt ist zu Ende. Wir nehmen das letzte Element aus der Liste raus. Das wäre jetzt der Knoten K. Und auch hier wieder, Wert gefunden, wenn ja, Return True. Gibt es Kinder, dann würden wir das rechte und anschließend das linke reingeben. Wären es mehrere Kinder, würden wir von rechts nach links beginnend sozusagen, von hinten nach vorne anfügen, diese einfügen. Aber gut, hat keine Kinder, also sind wir fertig. Wir nehmen wir das letzte Element aus der Liste raus, das da ist und noch nicht behandelt ist. Das wäre jetzt der Knoten C. Und geben wieder das rechte und anschließend das linke Kind in die To-Do-Liste. Und ihr werdet schon merken, wer aufgepasst hat, das ist jetzt eigentlich genau die Reihenfolge, die wir oben definiert haben, wie wir es abarbeiten. Ja, wir nehmen wieder
jetzt das letzte Element aus der To-Do-Liste raus. Das ist der Knoten D. Prüfen, ob der richtig ist oder nicht. Sonst machen wir Return True. Wenn nicht und es gibt Kinder, fügen wir als erstes das rechte Kind und anschließend das linke Kind in die To-Do-Liste ein. Nehmen das letzte Element raus, hat keine Kinder, also nehmen wir wieder das letzte Element raus, hat keine Kinder, also nehmen wir wieder das letzte Element in der Liste. Das ist das Knoten G. Sehen uns den an, wenn der Wert gefunden ist, Return True. Ansonsten geben wir das rechte Element in die Liste und anschließend das linke Element in die To-Do-Liste. Nehmen wieder das letzte Element raus, prüfen, ob der Wert gefunden wurde. Wenn nein und es keine Kinder gibt, brauchen wir nichts tun. Und wenn ja, und anschließend geben wir noch das letzte Element, das in der Liste vorhanden ist, nehmen wir raus. Also wir nehmen immer von hinten raus. So, immer hinten anfügen, hinten raus, da würde ich ja kein Array eigentlich verwenden, aus sich zählenden Index entsprechend mit. Da würde sich in .NET zum Beispiel die Linked List sehr gut eignen, denn hinten anfügen und hinten rausnehmen ist eine konstante Laufzeit. Und das ist auch wirklich dann ein Rausnehmen, das heißt, die Liste bleibt kurz. Ich habe es hier nur dargestellt als durchgestrichen. Also, den Algorithmus nochmal zusammengefasst. Schritt 1, füge den Wurzelknoten in die To-Do-Liste hinzu. Wenn der Wert gefunden ist, return true. Ansonsten, Schritt 3, rechtes Kind in die To-Do-Liste einfügen, falls eines vorhanden ist. Linkes Kind in die To-Do-Liste einfügen, falls eines vorhanden ist. Nächster Schritt, nimm das letzte Element aus der To-Do-Liste raus. Das letzte, ja, das, was am weitesten rechts steht. Und nun beginnen wir wieder bei Schritt 2. Also Wert gefunden, wenn ja, return true. Ansonsten rechtes Kind rein, linkes Kind rein. Das machen wir so lange das funktioniert, wir nicht mit true rausgeflogen sind. Und wenn die To-Do-Liste leer wäre und wir nie mit return true die Funktion verlassen haben, ja, dann würden wir jetzt hergehen und sagen, wir haben nichts gefunden, return false. Ja, so funktioniert die Tiefensuche. Nicht rekursiv, sondern iterativ. Ja, und bei der Breitensuche sieht es wieder ein bisschen anders aus. Dazu mehr in einem anderen Video.